Das Spiel ist aus für die deutsche Nationalmannschaft. Aber was ist mit der Regierung? Ist nächste Woche die Koalition geplatzt? Droht der Bruch zwischen der Unionsfraktion? Alles scheint offen. Und so ziemlich alles hängt von meinem Gast heute ab. Das Thema bei Sandra Maischberger. Schicksalstage für die Regierung. Was plant Horst Seehofer? Unser Gast, der Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja auch Sportminister. Deswegen geht, ich weiß nicht, ob Sie Lust haben, über Sport zu reden heute, aber ersparen kann ich Ihnen das nicht. Nach dem Vorrunden aus der Deutschen, war das verdient, dass diese Mannschaft gescheitert ist? Ich habe das Spiel nicht persönlich gesehen, weil ich just zur gleichen Zeit im Deutschen Bundestag war. Glück gehabt. Und mir sagen meine Begleiter, dass es nicht verdient gewesen wäre, wenn die Deutschen gewonnen hätten. Aber es ist trotzdem ein betrüblicher, ein schwarzer Tag für uns alle, für den Fußball. Es ist ja eine sogar historische Angelegenheit insofern, dass noch nie eine deutsche Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde gescheitert ist. Ja. Wer trägt die Schuld? Die Mannschaft, der Trainer? Ja, ich möchte jetzt erst einmal trauern. Wir sind ja immer gleich als Deutsche bereit. Ja, wer muss zurücktreten und wer trägt die Schuld? Es ist hochbetrüblich. Man sollte in dieser schweren Stunde für uns alle nicht ganz vergessen, dass uns der Bundestrainer auch sehr viele schöne Stunden geschenkt hat mit starken Mannschaften. Und es ist nun mal so im Leben, es ist ein Zyklus. Der Erfolg wird durch den Misserfolg abgelöst. Und die Stärke und der Stil zeigt sich dann gerade in der Niederlage, ob man das Format hat, mit einer Niederlage umzugehen und sie gleichzeitig wieder als Chance zu begreifen. Trauen Sie wirklich? Sind Sie wirklich so ein Fußball-Crack, der dann wirklich sagt, ja, so jetzt hat es mich persönlich getroffen? Das fasst mich schon, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich einfach verliebt in den Fußball durch Bayern München, durch die bayerischen Vereine. Da haben wir auch bittere Stunden schon erlebt, auch viele schöne. Und das ist vor allem zum jetzigen Zeitpunkt auszuscheiden. Und bei der Gruppe, mit den Mannschaften, Südkorea, allen Respekt jetzt, dass die uns mit 2-0 nach Hause geschickt haben. Aber das darf eigentlich nicht passieren. So wie Sie Jogi Löw einschätzen, wird der morgen früh sagen, das war's für mich. Ich hoffe nicht, man soll solche Dinge nicht aus der momentanen Stimmung heraus entscheiden, sondern es wohl überlegen, besprechen, abwarten, drüber schlafen und dann entscheiden. Das ist seine Entscheidung. Der Champion ist ausgelaugt, kann man so sagen, oder? Ja, ich habe das bei anderen Mannschaften auch schon erlebt. Reden wir jetzt noch über Fußball oder reden wir schon über die Regierung? Ja, ich hätte uns jetzt nicht als Champion eingestuft, habe ich angenommen, dass Sie über Fußball noch reden. Aber Deutschland steht ja auch als ein Weltmeister da in vielen Hinsichten. Ja. Wirtschaftlich geht es uns gut. Sehr gut, sehr gut sogar. Und trotzdem hat man das Gefühl, irgendetwas ist ausgelaugt in diesen Tagen. Haben Sie es nicht? Schauen Sie, Frau Maischberger, man muss den Ausgangspunkt sehen. Wir haben bei der Bundestagswahl sowohl die Union wie die SPD das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten erreicht. Und das hatte ja Gründe. Und wir haben daraufhin im Koalitionsvertrag vereinbart, wir haben verstanden als Signal gegenüber der Bevölkerung. Und wir müssen die Polarisierung in unserer Gesellschaft überwinden und die Menschen zusammenführen, den Zusammenhalt stärken. Nun kann man nach einer solchen Wahlniederlage und bei diesem Ziel des Koalitionsvertrages ja nicht einfach die Politik fortsetzen, wie sie vorher war. Und da haben wir viel Gutes schon gemacht in diesen ersten Monaten, aber in der ganzen Sicherheits- und Zuwanderungspolitik, das habe ich jetzt festgestellt in den ersten 4 Monaten meines Amtes, kann ich noch nicht sagen, dass wir wirklich alles im Griff haben. Da müssen wir einiges verändern. Aber doch besser gemeinsam als getrennt. Also gestern Abend gab es einen Koalitionsausschuss. Sie haben 4 Stunden gesprochen über andere Themen. Wie lange denn über das, worüber Sie streiten, nämlich die Asylpolitik? Ja, schauen Sie, wir haben uns, oder haben Sie gar nicht mehr geredet über die Asylpolitik? Doch, wir haben uns verständigt auf das größte Bauinvestitionsprogramm, das wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten da war.
Das ist notwendig, weil die Höhe der Mieten die soziale Frage unserer Zeit sind. Absolut. Und das überwindet man durch Neubauten, durch Baukindergeld, durch Eigentumsbildung, durch sozialen Wohnungsbau. Aber wie lange haben Sie dann gesprochen? Dann haben wir über Europa gesprochen und dann haben wir auch noch gesprochen über die Frage der Zuwanderung, der Migration. Denn da stehen ja jetzt zunächst einmal zwei wichtige Tage an. Das ist der Europäische Rat, wo die Bundeskanzlerin ja uns vertritt. Und da haben wir uns ausgetauscht. Ich gehöre auch zu denen, die durchaus Interesse daran haben, dass wir eine europäische Lösung zustande bringen. Diese Angelegenheit mit dem Schiff vor Malta. Kommen wir noch drauf. Aber ist ein typisches Beispiel dafür, da brauchen wir eine europäische Lösung. Ja. Und wenn die gelingt durch Angela Merkel, glauben Sie mir bitte, dann werde ich am zufriedensten sein. Aber Sie haben mir einfach nicht den Rücken gestärkt. Sie hätten ja gestern Abend ein klares Signal senden können. Diese Kanzlerin spricht für die ganze Regierung. Sie haben überhaupt gar kein Signal gesendet, sondern einfach nur gesagt, nein, wir sind im Streit. Dann kann sie doch nicht in der Position der Stärke verhandeln, ja, oder? Ich bin überrascht jetzt, was Sie wissen, was ich gestern Abend gesagt habe. Es gibt keine Einigung. Das haben heute Morgen dann alle gesagt. Das war das Ergebnis. Der Wunsch oder die Erwartung, die Hoffnung ist da, dass es auf europäischer Ebene Lösungen geben möge. Sie sind dringender denn je. Wir reden ja schon 3 Jahre darüber. Ja, Sie hätten und meine können, Position ist, Sie zu ja, nein, da stärke ich Sie auch und tue meines dazu, dass das gelingt. Ich spreche auch mit Innenministern aus Europa. Nicht alles wird immer sofort veröffentlicht. Und wenn es nicht gelingt, dann eben meine Position, dass wir 2 Gruppen von Zuwanderern an unserer Grenze abweisen können. Trotzdem ist doch eine Einigung, wäre gestern Abend gut gewesen, um die Kanzlerin zu stärken in diesen Verhandlungen. So hat man das Gefühl, dass tatsächlich die Uneinigkeit weiter besteht zwischen Ihnen und Angela Merkel in dieser Frage. So viel kann man doch feststellen, oder? Worauf sollten wir uns gestern Abend einigen, wenn jetzt die 2 Tage Europa vor uns stehen? Wenn die gelingen, was ich mir wünsche und was ich Angela Merkel wünsche, dann ist die Frage eines nationalen Alleingangs erledigt. Wenn es nicht gelingt, dann werden wir das am Sonntag sowohl die CDU wie die CSU in ihren Parteigremien beraten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Jetzt kann ich Ihnen leider heute auch nicht sagen, wie es am Sonntag weitergeht, denn das hängt ja vom Inhalt des Ergebnisses der nächsten 2 Tage ab. Das kann mehr hoffnungsvoll sein, mehr in die richtige Richtung, aber es kann auch ein Scheitern bedeuten. Und erst wenn man das weiß, und das wird sie uns am Freitagnacht mitteilen, das haben wir gestern vereinbart, wir reden nämlich sogar miteinander, auch wenn es viele nicht glauben, und zwar sehr intensiv und täglich. Schreien Sie auch manchmal eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Das gibt es bei uns nicht. Wir reden, wissen Sie, das, was alles da hineingeheimnisst wird, ich kenne bei mir in der Partei niemand, der die Regierung gefährden will in Berlin, der die Fraktionsgemeinschaft auflösen möchte mit der CDU oder der gar die Kanzlerin stürzen möchte. Das ist überhaupt nicht das Anliegen. Das Anliegen ist, eine Migrationspolitik für die Zukunft zu formulieren, nachdem der Druck an den europäischen Außengrenzen ja weiter aufrechterhalten ist, dass wir der Bevölkerung sagen können, wir haben diese Sache jetzt im Griff. Aber Sie nehmen in Kauf, dass die Regierung an dieser Frage zerbricht. Na, das muss man doch so sagen. Sonst hätten Sie ja jetzt schon Kompromissbereitschaft signalisieren können. Das haben Sie unterlassen. Also nehmen Sie in Kauf, dass am Montag dann die beiden Züge, Sie sind ja Fan von Modelleisenbahnen, aus Versehen aufeinander rasen und entgleisen, und zwar beide. Also das geschieht bei mir auf der Modelleisenbahn äußerst selten. Wahrscheinlich haben Sie nur einen Schaltkreis, oder? Nein, das sind 8 Stromkreise bei mir. Und trotzdem passiert es sehr selten. Ich, ja, wenn man es drauf angeht, geht es ganz leicht. Ich möchte alle politische Kraft darauf verwenden, dass wir uns verständigen. Ich sage nur immer hinzu, weil mir ja viele Leute schreiben, anrufen, E-Mails schicken, die dann sagen, fallen Sie ja nicht um. Ich muss mich also auch mit der Sache beschäftigen, was tun wir, wenn wir uns nicht verständigen, was Gut, ich hoffe. Dann reden wir doch mal darüber, worüber Sie eigentlich nicht einig sind. Weil es haben vielleicht noch gar nicht alle begriffen, um welche Frage Sie genau nicht einig sind. Was ich verstanden habe, ist, es geht Ihnen darum, als Bundesinnenminister, an der Grenze bestimmte Flüchtlinge zurückzuweisen. Und zwar die, die schon in einem anderen EU-Land registriert worden sind. Ist das richtig? Und um wie viele Menschen würden wir dann reden? Es sind 2 Gruppen. Die erste Gruppe sind Menschen,
die hier aus Deutschland schon mal abgeschoben wurden oder überführt wurden in ein anderes Land. Und die wieder rein wollen. Die eine formelle Einreisesperre haben und trotzdem wieder einreisen. Und die Polizei hat heute dort, wo Grenzkontrollen überhaupt stattfinden, finden ja nicht überall statt, keine Möglichkeit, sie zurückzuweisen. Im Einverständnis mit der Kanzlerin konnte ich letzte Woche die Polizei anweisen, dass sie diese Fälle jetzt an der Grenze abweisen kann. Wenn ich mit der Bevölkerung spreche, dann sagen mir die Menschen, Verstehen wir nicht, wir haben eigentlich geglaubt, das ist schon so. Aber wie viele Leute sind das jetzt? Ja, da geht es gar nicht um die Zahl der Leute. Die Polizei vermutet, dass das so monatlich 100 Menschen sind. Aber mir geht es da gar nicht um die Größenordnung. Mir geht es um Folgendes. Wenn ein Staat eine Wiedereinreisesperre verhängt, dann muss der Staat dies auch durchsetzen. Sonst haben wir einen praktisch Rechtsstaat, der nicht funktioniert, und daran verzweifeln dann die Menschen. Das ist die eine Gruppe. Und die andere, es geht also bei der ersten Gruppe um die Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaates. Mhm. Der Rechtsstaat muss Biss haben. Seine Dinge, die er aufgrund von Gesetzen vorschreibt, auch durchzusetzen, Ordnung herzustellen. Und die zweite Gruppe? Die zweite Gruppe sind Menschen, die schon registriert wurden, in der Europäischen Union bereits einen Antrag auf Asyl gestellt haben oder registriert sind als Asylbewerber. 2017 42.000 Menschen? 46.000. 46.000. Es wurden 2017 ja auch an Grenzen schon Menschen zurückgeschickt. Es ist ja nicht so, dass gar niemand zurückgeschickt wird. Das ist die dritte Gruppe. Da sind alle mit drinnen, aber es sind etwa 7.000 Menschen gewesen, die 46.000 sind zurückgewiesen. Könnten zurückgewiesen werden. Danke. Gerne. Und es gibt noch eine dritte Gruppe, die können auch heute schon zurückgewiesen werden, die an der Grenze erscheinen, nicht die nötigen Papiere oder das Visum nicht haben, aber auch nicht bei Asyl beantragen. Die können heute schon zurückgewiesen werden. Das Problem ist, wenn jemand Asyl sagt an der Grenze, und das sind dann auch Menschen, vor allem Menschen, 46.000, die irgendwo in Europa schon einen Antrag gestellt haben. Und das geht nach meiner Meinung nicht, dass man einfach raussucht, da ein Antrag, dort ein Antrag, überall die Verfahren, die Kosten, die Abschiebungen und so weiter. Da stimme ich übrigens mit der Kanzlerin im Ziel überein. Die Frage auch ist, wie sie möchte machen. Nicht, dass dieser Asyltourismus, das darf man wirklich so bezeichnen, wenn jemand schon, Frau Maischberger, ich bin sehr sorgfältig mit der Sprache, aber es geht nicht, wenn jemand in Bulgarien oder in Tschechien schon einen Antrag gestellt hat auf Asyl, auf sicherem Boden ist. Sie glauben, dass jemand, der aus seinem Land geflohen ist und aus Verzweiflung weiterziehen möchte, ist ein Tourist? Einfach nur, um das Wort mal zu klären. Wir schützen das Asylrecht, der soll sein Recht bekommen. Warum sagen Sie nicht Asylwanderer oder irgendwas? Weil Tourist ist doch einfach etwas, was wir... ein bisschen zur Sprachpolizei. Respektieren wir halt. Die CSU neigt ein bisschen zur Sprach... Wie soll ich sagen? Zur Deutlichkeit. Na, zur Vergiftung. Wenn man sagt, das sind Touristen, Menschen in Not sind Touristen? Nein, Frau Maischberger, vielleicht darf ich hier mal sagen, in Bayern, wo ich die letzten 10 Jahre zuständig war, haben wir 2 Millionen Menschen mehr. Wir sind gewachsen von 11 auf 13 Millionen. Der Migrantenanteil in Augsburg oder München oder Nürnberg ist höher als der in Berlin. Mhm. In Augsburg über 40%. Das zeigt die Weltoffenheit der Bayern und zeigt auch, wie wir da denken, leben und leben lassen. Aber man muss mit uns leben. Und nicht neben uns oder gegen uns. Gut. So, also von der Weltoffenheit braucht mir niemand was erzählen. Sicher nicht. Die Bayern haben einen großartigen Job gemacht. Wenn jemand in Tschechien den Antrag gestellt hat, dann soll er dort sein Verfahren bekommen. Der Mensch ist in Sicherheit, er hat seinen Schutz. Und er soll nicht weiter nach Deutschland, das Gleiche noch einmal. Um diese Personengruppe geht's. Ich habe mich nur an dem Wort Touristen gestört, aber das haben wir jetzt geklärt. Ich ziehe es zurück. Das ging aber schnell. Die Frage ist, wenn Sie das erreichen wollen, also hier eine Gruppe von 100, die Sie schon jetzt im Monat beziffern mit der einen Gruppe und potenziell waren das 42.000 letztes Jahr. Die Frage ist, wie verhältnismäßig das ist, was Sie dafür einsetzen müssen. Also es sind in Bayern, wenn ich es richtig weiß, von 60, 62 Grenzübergängen 3, die kontrolliert werden und auch nicht dauerhaft. Müssen Sie den Menschen nicht sagen, wenn ich tatsächlich das umsetzen will, also geltendes Recht
in jedem Fall umsetzen. Dann gibt es Kontrollen an der Grenze, und zwar für jedes Auto, das über eine Grenze fährt. So wie es mal war vor Schengen. Schauen Sie, so weit möchte ich gar nicht gehen. Aber wie wollen Sie die dann rausfinden? Das ist ja wie eine Nadel im Heuhaufen. Das nennen wir intelligente Grenzkontrollen. Die Bundespolizei kann jederzeit an einer Bundesstraße mal für einige Stunden direkt an der Grenze Kontrollen durchführen. Anlassbezogen, das tut sie auch, das wollen wir noch verstärken. Aber wie viel kriegen Sie dann schätzungsweise von den 42.000 mit den Beamten, die es jetzt gibt? Die Polizei klagt immer, wir sind eh zu wenig. Wissen wenige. Sie, Frau Maischberger, wir kalkulieren in all diesen Themen sehr stark auch mit der präventiven Wirkung. Das ist wie bei der Schleierfahndung. Wenn ein Staat zu erkennen gibt, das läuft nicht mehr so wie in der Vergangenheit, glauben Sie gar nicht, wie schnell sich das rumspricht und wie schnell die Reaktionen darauf erfolgen. Aber es könnte sein, dass die Zahlen einfach nicht sehr viel geringer werden, weil sie nicht überall sein können, die 60 bayerischen Grenzen, dann haben wir noch Italien, dann haben wir noch Frankreich. Ich würde mal die umgekehrte Frage stellen, was spricht eigentlich dagegen, wirklich dagegen, dass wir diese zwei Personengruppen, ich gehe gar nicht so weit, wie man auch diskutieren könnte, wer in Europa ist, ist bereits in Sicherheit, hat Schutz, wird nicht mehr verfolgt, das ist ja unbestritten. So weit gehe ich nicht an eine generelle Zurückweisung, sondern ich begrenze das auf diese zwei Gruppen, weil wir hier auf sicherem rechtlichen Terrain sind und weil ich einfach mal der Bevölkerung zeigen will, was übrigens die Franzosen auch machen. Die Franzosen weisen über 80.000 Menschen an der Grenze zurück, davon 55.000 an der französisch-italienischen Grenze, die nur 150 Kilometer. Und keiner kritisiert, Grenze in keiner Bayern kritisiert zu Österreich Macron dafür. Ist das nicht gemein? Das ist, Sie haben gerade gesagt, das ist etwas Herr ungerecht. Herr Bundesinnenminister, Sie haben gerade gesagt, wir sind rechtlich auf der richtigen Seite. Da gibt es ganz andere Rechtsauffassungen. Die Bundeskanzlerin folgt der Rechtsauffassung, die sagt, das ist durch europäisches Recht eben nicht gedeckt, dass man diese Menschen direkt an der Grenze zurückweicht. Begehen Sie also dann als Bundesinnenminister Rechtsbruch, wenn Sie es tun? Also das Bundesinnenministerium ist das Verfassungsressort. Deswegen frage ich also das Ressort, das für die Einhaltung der Verfassung, der rechtlichen Grundlagen primär in diesem Lande zuständig ist. Wie gehen Sie also Rechtsbruch, wenn Sie... Jetzt können Sie mal, sich meine Beamten vorstellen, die dann mit solchen Vorwürfen konfrontiert sind, dass die etwas pikiert sind. Aber sie sind... Der Europäische Gerichtshof hat durch ein Urteil zuletzt noch einmal bestätigt. Und der Innenminister Österreichs ist genau dieser Auffassung. Der hat heute gesagt, es ist ein Verstoß gegen internationales Recht, wenn Deutschland auf die Idee kommt, Menschen schon an der Grenze wieder zurückzuweisen. Abgesehen davon sagt er, wir wollen sie nicht nehmen. Ist Ihr Plan damit schon gescheitert? Ja, Sie sollten ihn insgesamt zitieren. Er hat nämlich dann auch gesagt, wenn es Deutschland macht, machen wir es als Österreicher das auch. Ich habe es genau hier liegen. Und genau so wird es kommen. Aber er sagt, es verstößt gegen internationales aber Recht. Aber er sagt auch den Satz, den ich gerade erwähnt habe. Können wir gerne machen. Machen wir gleich als Nächstes. Es verstößt gegen internationales Recht, sagt der Innenminister Österreichs. Es ist nicht unsere Auffassung. Und der österreichische Bundeskanzler, der ja auch mich besucht hat, ist nicht diese Auffassung. Das hat man so. Das heißt, so wie da bei haben uns wir jetzt auch zwei Rechtsfragen und Sie legen es so aus, die Kanzlerin legt es anders aus. Es gibt meine Erfahrung nach fast 40 Jahren Minister und Staatssekretär und Abgeordneter. Es gibt fast überhaupt keinen Sachverhalt, der juristisch nicht so und anders gesehen werden kann und auch von Gerichten, unterschiedlich entschieden wird. Ein bisschen deprimierend wir in dieser Frage. Ich bin ganz überzeugt, dass jemand, der eine Wiedereinreisesperre hat, kein Recht hat, noch mal einzureisen. Der Rechtsstaat würde ja seine Kapitulation erklären. Und wenn jemand in einem anderen Staat Asyl beantragt hat, dass er dann festgelegt hat durch seine eigene Entscheidung, dieser Staat ist für mein Asylverfahren zuständig. So, das andere ist, was Sie gesagt haben, wenn die Österreicher dann auch die Menschen zurückweisen, Slowenien, dann entsteht das, was man einen Dominoeffekt nennt. Ist das das, was Sie in Wahrheit wünschen? Das ist ja die Ursprungsidee in Europa gewesen. Die Staaten an den Außengrenzen, wenn die erreicht worden sind von einem Migranten, dann sind diese Staaten zuständig für die Durchführung der Frage, ist dies ein Schutzbedarf oder nicht? Ja.
der Fehler, der in Europa passiert ist, dass man diese Staaten jetzt nach Osten hin und nach Süden, vor allem Italien und Griechenland, dabei weitgehend alleine gelassen hat. Man hätte die personell unterstützen müssen, man hätte sie finanziell unterstützen müssen, denn die machen ja die Arbeit für ganz Europa. Und übrigens werden sie es nicht mehr tun. Das ist ja der politische Einwand gegen ihre Maßnahme. Das meint die Bundeskanzlerin und andere, die sagt, wenn wir sagen, wir schicken alle zurück, die schon mal woanders registriert worden sind, dann werden sie halt eben woanders nicht mehr registriert, was ja auch schon passiert ist, und einfach weitergeschickt. Und dann haben wir am Ende in Deutschland mehr Flüchtlinge als weniger. Sehen Sie diese Gefahr überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Weil Sie die Griechen, die Italiener kennen, die lassen sich das gefallen. Auch die Bundeskanzlerin ist der Auffassung, dass dieses Wechseln von einem Staat in den nächsten nicht möglich sein soll. Ja. Deshalb widerspricht sie ja nicht dem Ziel, dass dies abgestellt wird. Sie sagt nur, das möchte ich mit anderen Staaten vereinbaren. Mhm. Und ich sage, wenn das nicht gelingt, das würde ich auch begrüßen, wenn es gelingt, dann müssen wir bereit sein, national zu handeln. Gut, und dann haben wir Griechenland national und Italien auch. Warum gilt jetzt das Argument, andere Staaten registrieren dann nicht mehr bei meinem Vorschlag, aber bei dem Vorschlag der Bundeskanzlerin nicht, obwohl er das gleiche Ziel verfolgt? Kann ich Ihnen sagen, weil Sie einen Alleingang dann praktizieren, wo dann die Italiener und die Griechen sagen, wenn der einfach sein nationales Interesse durchsetzt, machen wir das einfach auch. So wie es ja auch schon gewesen ist. Es sind ja nicht registrierte Flüchtlinge einfach durchgeschickt worden. Sie haben am Ende, hätten Sie dann als Bundesinnenminister mehr Flüchtlinge, die hier dann zum ersten Mal Asyl sagen, als jetzt? Das wird nicht eintreten. Dann können wir das ist das aber Ganze, eine Hoffnung, oder? Nein, das ist Gewissheit. Wir können dann Schengen vergessen, wir können die Registrierung, wir können Eurodac vergessen. Das sind alles europäische Vereinbarungen. Mhm. Die können wir vergessen, wenn wir davon ausgehen, es hält sich niemand mehr dran. Ich kann Ihnen heute etwas zeigen, was natürlich durch die Nachrichten gegangen ist, was sozusagen auch eine Folge ist dieser Abschottungspolitik. Das konnte man fast sinnbildlich sehen an einem Schiff. Das ist die Lifeline. Die ist sowas wie zum Symbol geworden für die harte Linie. Das ist das dritte Schiff in kurzer Zeit, das durchs Mittelmeer geirrt ist mit Menschen, die dann keiner haben wollte, Stand heute. Sie sind eingelaufen in einem Hafen in Malta. Nach einer Zusage mehrerer EU-Länder, dass diese Flüchtlinge, darauf haben die Malteser bestanden. Malteser? Acht Länder, ja. Acht Länder haben gesagt, wir nehmen Flüchtlinge auf. Deutschland hat gesagt, Sie haben gesagt, obwohl es Bundesländer gegeben hätten, die hier geschrien haben, haben Sie gesagt, nein, das machen wir grundsätzlich nicht. Warum nicht? Weil wir einige Fragen klären wollten, gemeinsam auch mit unserem Außenministerium. Was geschieht mit dem Schiff? Wird es aus dem Verkehr gezogen, wenn die Flüchtlinge an Land sind? Was geschieht mit der Besatzung? Es gibt manche, die haben die Vermutung, dass das praktisch eine Verlängerung der Schleusertätigkeit war. Ich kann das nicht beurteilen aus so viel großer Entfernung. Solange die Fragen nicht geklärt sind, sollen die Menschen dann woanders hinkommen? Nein, da haben wir heute drüber gesprochen. Und vor allem, wir müssen vermeiden, dass es einen Präzedenzfall gibt. Das haben wir geprüft. Was wäre der Präzedenzfall? Ja, dass man morgen dann wieder ein Schiff vor der Küste hat. Dieser Fall zeigt klassisch, das habe ich heute vom Deutschen Bundestag gesagt, was eigentlich jetzt primär geschehen müsste. Nämlich? Und was viel wichtiger ist als diese Grenzabweisung an der deutsch-österreichischen Grenze. Nämlich, dass wir endlich dazu kommen, eine Schutzzone oder mehrere Schutzzonen einzurichten, wie wir es auf dem Gebiet der Türkei haben. Da leben 3,6 Millionen Flüchtlinge. Dafür wird auch von der Europäischen Union bezahlt, dass die ausgebildet werden, dass die Gesundheitsversorgung haben. Sie wollen das haben. In Afrika machen? So, und das muss in Nordafrika natürlich immer zusammen mit den Staaten erfolgen, damit aufgegriffene Flüchtlinge im Mittelmeer, die gerettet werden, wieder zurückgeführt werden in diese Schutzzonen. Die müssen natürlich dort versorgt werden. Die müssen auch dort ihre normalen Verfahren bekommen. Das ist ein Vorschlag, den auch die österreichische Präsidentschaft, wenn Sie schon Österreich so gerne zitieren, im nächsten halben Jahr verfolgen wird. Übrigens im nächsten halben Jahr, gutes Stichwort. Ja, da haben Sie die Präsidentschaft, die Österreicher. Und im deutsch-französischen Ministertreffen letzte Woche in Meseberg mit Herrn Macron ist das von uns auch eingebracht worden, übrigens auch von den Franzosen. Das wäre ein Regelwerk europäisch, das helfen würde. Das wird nicht in den nächsten zwei Tagen passieren. Der Gipfel
zu dem Frau Merkel reist und der über das Wohl und Wehe dieser Koalition entscheidet, der beginnt morgen und der endet übermorgen. Das sind 2 Tage. Dann gibt es die Ergebnisse am Wochenende, am Sonntag. Es kann keine solche Lösung an diesem Wochenende geben, oder? Es kann auch Fortschritte geben, die uns zufriedenstellen. Sie sagen, die Kanzlerin, Sie müssen es mir schon was erklären. Sie sagen, die Kanzlerin muss mit einem wirkungsgleichen Ergebnis kommen. Und ich weiß nicht, was das ist. Was ist wirkungsgleich mit Ihrer Maßnahme? Ja. Zunächst mal, die Bundeskanzlerin hat um 14 Tage gebeten. Wir hatten eine Diskussion in der Bundestagsfraktion. Dann hat sie dort erklärt, gebt mir bitte 14 Tage Zeit. Und ich glaube, es gehört zum Anstand, wenn eine Bundeskanzlerin die Bitte äußert, sie möchte noch mehr Zeit, dass man der entspricht. Andere sagen, es ist einfach ein Ultimatum, ja, das Sie hier gestellt haben, weil ja, Sie sonst andere, gleich am nächsten Tag. Aber ich habe nie gesagt, liebe Angela Merkel, du musst jetzt in der Zeit folgendes Ergebnis machen. Aber Sie haben gesagt, liebe Merkel, liebe Angela, ich mache morgen meine Grenzen zu. Und dann hat sie gesagt, gib mir noch 2 Wochen, ich schaffe das. Ja, aber das ist dann als Ultimatum umgedeutet worden. Ich habe nie dieses Ultimatum gestellt. Es war eine Bitte der Kanzlerin. Was da lege ich Wert drauf. Wirkungsgleich? So, und wirkungsgleich ist, was ich vorhin sagte, wenn der gleiche Zweck erreicht wird, dass Flüchtlinge, die an unserer Grenze erscheinen und woanders schon einen Antrag gestellt haben, eben ihr Verfahren rechtsstaatlich, das gehört zu Europa, ja, dass man es rechtsstaatlich entscheidet, bekommen und nicht nach Deutschland einreisen können. Nur um diese Gruppe geht es. Das heißt, Sie müssten, Angela Merkel könnte mit einem Abkommen mit Italien und Österreich zurückkommen. Die haben aber schon beide gesagt, machen wir nicht. Warten wir doch ab. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Hürde aufgebaut, über die sie nicht springen kann. Ach, das glaube ich nicht. Sie hat das gleiche Ziel. Man kann das nicht oft genug sagen. Sie hat aber schon gesagt, auf diesem Gipfel wird es keine komplette Lösung der Asylvereinbarung geben. Sie hat doch ihr Scheitern quasi schon eingestanden vor Abreise. Also ich bin dafür, dass man in schwierigen Situationen einfach Schritt für Schritt macht. Ja, das hieße Schritt für Schritt ist ein für euch als Journalisten immer ein bisschen schwierig. Wir sind auch Wähler aber und Bürger. Politiker müssen ja Geduld haben in solchen Fragen. Warten haben wir ja doch die 2 Tage ab. Dann haben wir am Freitagnacht, kann man schon sagen, vereinbart, dass die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Union miteinander telefonieren, von der Bundeskanzlerin informiert werden. Dann werden wir sicher im Laufe des Samstags auch noch persönlich sprechen, die Kanzlerin und ich, vielleicht auch mehrfach. Und dann gehen wir in unsere Gremien, wie wir mit dem Ergebnis auf europäischer Ebene umgehen. Herr Seehofer, das ist aus meiner Sicht eine professionelle, seriöse Vorgehensweise. Klingt super, wenn die letzte Woche nicht gewesen wäre. Sind Sie sicher, dass Sie mit dieser Kanzlerin noch arbeiten können? Ja. Das ist ja auch so ein Thema, was da alles behauptet. Ich habe Sie nicht, ich habe nicht gesagt, Sie haben möglicherweise gesagt, sondern ich habe Sie gefragt, können Sie mit Frau Merkel noch arbeiten? Ja, sonst heute, gestern, vorgestern, jeden Tag. Wir reden miteinander, wir versuchen Lösungen zu finden. Können wir hatten eine Sie ganz schwierige Lage beim Bau gehabt. Wir haben die schwierige Lage gelöst. Da wollte die Fraktion die Regierung korrigieren. Deshalb mussten wir uns gestern Abend darüber unterhalten. Die Fraktion hatte gute Argumente, übrigens beide Bundestagsfraktionen der Koalition. Wir haben uns gestern Abend zusammengesetzt und haben es gelöst. Gut, Herr Seehofer, es gibt ein paar Menschen, die gucken auf Sie beide und haben eher das Gefühl, es wirkt wie eine zerrüttete Ehe, weil sie sich schon so lange kennen. Ich schiebe nur ein paar Bilder ein und dann reden wir über das wahrscheinlich total schiefe Bild. Tatsächlich kennen sich beide, Frau Seehofer, Angela Merkel, schon seit sehr vielen Jahren und arbeiten seit fast einem Vierteljahrhundert zusammen. Und deswegen fragen sich jetzt viele, geht es eigentlich wirklich immer nur um die Sache oder vielleicht ist es auch was Persönliches? Anfang der 1990er waren sie Ministerkollegen am Kabinettstisch von Helmut Kohl. Später war er ihr Stellvertreter in der Unionsfraktion und Landwirtschaftsminister in ihrer ersten Regierung. Reibungslos war ihr Verhältnis nie. 2004 zum Beispiel trat er als Fraktionsvize im Streit mit ihr um die Gesundheitsprämie zurück. Seit dem Herbst 2015 aber stehen sich Angela Merkel und Horst Seehofer gänzlich unversöhnlich gegenüber. Die Flüchtlingspolitik hat sie völlig entzweit. Ihrer Politik der offenen Grenzen wollte er sich widersetzen, drohte der Bundesregierung mit einer Verfassungsklage und führte die Kanzlerin öffentlich vor. Der Horst Seehofer und Angela Merkel, oder Angela Merkel, Entschuldigung, und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist,
dann bist du wieder herzlich eingeladen. Auch wenn Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik Forderungen der CSU nachgab, recht gegeben hat sie ihrem größten Kritiker Horst Seehofer nie. Ist aus dem politischen Streit längst eine persönliche Abrechnung geworden. Das hätten Sie sich nicht gefallen lassen, 10 Minuten an der Seite der Kanzlerin zu stehen und sie kanzelt sie ab in der Art und Weise, wie Sie Merkel abgekanzelt haben, oder? Wissen Sie, das ist der Parteitag der CSU gewesen. Es war der Beginn, ja, ein Parteitag, wo die fast 1000 Delegierten vorher zur Zuwanderungspolitik einen fast einstimmigen Beschluss gefasst haben. Es geht nur um die Stilfrage. Wir haben ja manchmal darüber geredet, das können Sie sich ja vorstellen. Ich habe es jedenfalls nicht beabsichtigt und auch nicht so empfunden. Aber Sie? Weil sie stand ja etwas hinter mir. Ich konnte sie ja nicht sehen, wie ich da gesprochen habe. Aber Sie, ja, sie sahen doch, dass sie auf der Bühne noch ist. Das macht, es sind schöne Bilder, die man immer wieder senden kann. Aber trotzdem haben wir ganz vernünftig weitergearbeitet. Ich verstehe das ja alles, was Sie hier senden. Das ist aber schon ein bisschen eine Zuspitzung der Situation. Wir hatten manche Diskussionen. Mhm. So richtig zusammengearbeitet haben wir seit Anfang der 90er Jahre. Im Kohl-Kabinett bis heute sind also fast 30 Jahre. Und da darf er mal 3-4 Mal eine ernstere Diskussion stattfinden. Aber es gibt in der Politik ja auch Menschen, die sich mögen gefunden. Und solche, die sich nicht persönlich so mögen. Das ist ja ganz normal. Kann man einfach sagen, Sie beiden mögen sich persönlich einfach nicht so sehr? Also ich habe nicht das Empfinden, dass wir uns nicht mögen, dass wir Abneigung hätten. Wir haben schon sehr, sehr herzliche Momente auch miteinander erlebt, auch sehr humorvolle Momente. Dann wieder sehr schwierige Diskussionen. Wir saßen jetzt monatelang nebeneinander, übrigens eine klasse Verhandlungsführerin, unheimlich konzentriert, zäh. Da sind manche jüngeren Jahrgangs oft dabei, die mal einnicken. Das habe ich bei der Kanzlerin nie erlebt. Bei Jamaika, bei der SPD, ohne uns beide, vor allem aber ohne Sie, hätten wir die Regierung nicht zustande gebracht. Und da arbeiten wir zusammen und da freuen wir uns dann auch, wenn wir gemeinsam Erfolg haben. Und ich glaube, wir beide stufen das nicht so hoch ein, wie das jetzt in diesem Beitrag erscheint. Also man kann es gab einmal eine ganz ernste Geschichte, wo ich zurückgetreten bin, wo sie den 2004 Krankenversicherungsbeitrag für alle gleich wollte, ohne Rücksicht aufs Einkommen. Da war ich Fraktionsvize und konnte die Fraktion einfach nicht mehr vertreten, weil ich eine andere Meinung habe. Aber jetzt blicken Sie mal zurück. Die Gesundheitsprämie, wegen der ich zurückgetreten bin, ist nie gekommen. Hätten es auch bleiben können. Aber ja, die Frage ist doch tatsächlich, wie wichtig doch das ist, dass man sich gegenseitig vertraut. Und wir haben als Beobachter das Gefühl, dass das Vertrauen zwischen Ihnen beiden nicht mehr da ist. Ja, aber woraus schließen Sie das? Boah, ja, der eine sagt Sie, ich bin Mitglied Ihres Kabinetts. Ich setze das jetzt um, meine liebe Kanzlerin, ob du es möchtest oder nicht. Ist das vertrauensvoll? Das ist das der einzige freundlich? Punkt, der im Moment im Raum steht. Sie spricht dafür, von 63 Punkten meines sogenannten Masterplans sind wir in 62,5 Punkten übereinstimmend. Mhm. Das sagt sie, nicht ich. Ich glaube, dass das so ist. Ein halber Punkt und das, was ich gerade geschildert habe, worum es geht, ist eigentlich eine überschaubare Angelegenheit. Wieso dürfen wir den eigentlich, also wieso ist dieser Masterplan so geheim, dass keiner außer Ihnen und Frau Merkel den, ich glaube, Herr Dobrindt kennt? Ja, weil Ihre CSU hat darüber abgestimmt, Herr Blume saß hier und hat gesagt, er hat zugestimmt, obwohl er ihn gar nicht in der Hand gehalten hat. Ich habe ihn mündlich erläutert, so wie die Kanzlerin, das haben wir übrigens abgesprochen, Sie vor dem CDU-Vorstand, ich vor dem CSU-Vorstand. Wenn man die wesentlichen Inhalte erläutern kann, reicht es auch für eine politische Einschätzung. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, lese ich gerne jedes Detail, dann hätte ich ihn gerne in der Hand. Das ist ein Leitfaden für die Arbeit des Bundesinnenministers, der 4 Teile enthält. Bekämpfung der Fluchtursachen, das ist übrigens die humanste und christlichste Antwort, dort zu helfen, wo die Menschen leben, die ihr Land verlassen.
Zweitens die Transitländer zu unterstützen, die diese Menschen durchqueren. Schutz der Außengrenzen. Drittens europäische Lösungen. Ja. Und viertens nationale Lösungen, diese sogenannten Ankerzentren zum Beispiel. Herr Seehofer, ist es zu viel, wenn man sich denkt, Sie hätten gerne mal gehabt, dass die Kanzlerin das, was sie politisch ja gemacht hat, nämlich ganz viele ihrer Forderungen in der Asylpolitik einfach umzusetzen, dass sie einmal dann sagt, Horst, übrigens, du hattest recht. Haben Sie darauf gewartet? Die Situation gab es ja auch. Aber die werde ich jetzt nicht auf den Markt austragen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo ich zum ersten Mal, glaube ich, im Jahre 2012 als Ministerpräsident Bayerns mich an die Kanzlerin gewandt habe, dass dort wegen der steigenden Flüchtlingszahlen ein Problem auftritt. Da hat sie durchaus dann mal gesagt, die Einschätzung war richtig. Aber sie hat es nie öffentlich getan. Sie hat ja, nie gesagt, dass sie auch gar nicht. Ich möchte sie ja da gar nicht öffentlich jetzt zu irgendetwas verleiten. Sie sind so ein Mensch, der ist ganz frei von Eitelkeiten. Man kann sie gar nicht kränken, man kann ihnen gar nicht zu nahe treten. Da stecken da bin sie ich alles. So wie Sie. Ich bin kränkbar. Echt? Ja, sicher. Also ich finde, das, was Sie nach außen manchmal in Gelassenheit zeigen, kann nicht mit dem Inneren, Horst Seehofer, übereinstimmen. Wenn Sie in dieser Frage so unversöhnlich bleiben, dann stimmt entweder das eine oder das andere nicht. Ja, Frau Maischberger, es gibt Situationen in der Politik, da ist man einfach aufgrund langjähriger Erfahrung und aufgrund dessen, was ich jetzt im Bundesinnenministerium erlebe, überzeugt. Ich habe die Fälle vom Leibwächter Bin Laden, der seit 11 Jahren hier ist und niemand hat sich um die Ausweisung gekümmert. Ich habe die Details zu diesem mutmaßlichen Mörder der Susanna, die mich wirklich aufwühlen. Der Fall wühlt mich auf und dann wächst bei mir die Überzeugung, da müssen wir handeln. Aber die Asylzahlen. Da bin ich Überzeugungstäter, nicht Taktiker. Nein, die Asylzahlen sind wirklich radikal gesunken, gehen weiter zurück. Es gibt die Obergrenze. Sie heißt zwar nicht so, aber sie ist faktisch im Koalitionsvertrag, steht sie. Es gibt die Ankerzentren. Es gibt mehr sichere Herkunftsländer. Es gibt. Sie sind aber beschlossen und die Kanzlerin ist dabei. Es gibt schnellere Verfahren. Es gibt den eingeschränkten Familiennachzug. Sie haben so viel erreicht. Warum ausgerechnet in diesem Moment, wo man sagen könnte, wir haben ganz viel erreicht, brechen Sie so einen Streit vom Zaun? Der Masterplan, den nur die Kanzlerin und ich kennen. Ich finde, wir sollten nicht über was reden, nein, was wir Formulierung. Alle nicht kennen. Ich möchte Ihnen aber sagen, welche Formulierung da drinsteht. Wir haben viel erreicht, aber zur Entwarnung ist noch kein Anlass. Und dann wird festgestellt, dass der Migrationsdruck an den Außengrenzen Europas nach wie vor anhält. Das Schiff war ein Beispiel. Und dann sage ich, wo wir im Inland noch nicht gut sind. Das ist, sind die Integrationskurse. Ja. Das ist die, sind die sicheren Asylverfahren, dass sie rechtsstaatlich einwandfrei erfolgen. Und drittens, wir haben immer noch große Probleme, Menschen wieder zurückzuführen, die keinen Schutzstatus Keiner haben. Keiner widerspricht, auch Frau Merkel nicht. Die Frage ist, warum Sie aus diesem halben Punkt eine Sache machen, die am Ende diese Regierung beenden kann, die Fraktionsgemeinschaft und all das. Darf ich Ihnen ein paar Stimmen zeigen von Menschen, die sich auch fragen, warum so ein Streit auf offener Bühne so erbittert geführt werden muss? Und wir haben es ja alle gesehen auf offener Bühne. Ich bin jedenfalls fest entschlossen, dass dies dann realisiert wird, wenn die europäischen Verhandlungen keinen Erfolg haben. Wenn die Maßnahme in Kraft gesetzt würde, dann würde ich sagen, ist das eine Frage der Richtlinienkompetenz. Mir gegenüber hat sie mit der Richtlinienkompetenz nicht gewedelt. Hofft Angela Merkel vielleicht doch noch auf eine Einigung? Eine Bundeskanzlerin und ein Bundesinnenminister müssen gesprächsfähig sein. Am Wochenende aber legte Horst Seehofer noch einmal zornig nach. Es ist höchst ungewöhnlich, gegenüber dem Vorsitzenden des Koalitionspartners CSU mit der Richtlinienkompetenz zu drohen. Das werden wir uns auch nicht gefallen lassen. Wenn man im Kanzleramt mit der Arbeit des Bundesinnenministers unzufrieden wäre, dann sollte man die Koalition beenden. Das politische Berlin ist entsetzt über den Umgangston, auch der Bundespräsident. Wie sollen wir eigentlich erfolgreich für Vernunft und Augenmaß in der politischen Debatte werben, wenn auf höchster Ebene und selbst im Regierungslager mit Unnachsichtigkeit und maßloser Härte über doch eigentlich lösbare Probleme gestritten wird, als gäbe es kein Morgen mehr?
Ist das eine deutliche Mahnung an Horst Seehofer? Ja, ist es das? Der Bundespräsident maßregelt Sie. Nehmen Sie das ernst? Ja, das nehme ich natürlich ernst. Aber er sagt ja auch, dass die Frage lösbar ist. Das ist für mich eigentlich die zentrale Botschaft. Na gut, er sagt, er versteht die Härte nicht, wenn die Frage lösbar ist, warum man sich so auseinandersetzen muss. Ich habe die Richtlinienkompetenz nicht eingeführt. Also ich habe nicht die in die Debatte eingeführt. Ich kann nur noch mal sagen, es gibt Situationen in der Politik, wo man eine Überzeugung hat. Und dann ist die Überzeugung wichtiger als das Amt. Und dann kämpfe ich für die Überzeugung. Und das wird bei mir immer so bleiben. Aber ich glaube, dass wir noch eine sehr realistische Chance haben, das aufzulösen. Die Richtlinienkompetenz hat Sie verletzt. Ja, Sie wollen unbedingt jetzt hören, dass ich auch verletzbar bin. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur wissen, warum Sie da so drauf reagiert haben. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Kanzlerin 25 Jahre miteinander schwierigste Dinge gemacht haben. Mhm. Nicht zum Nachteil unseres Landes, gerade jetzt die letzten 13 Jahre. Ich bin der Vorsitzende einer Koalitionspartei. Ohne diese Koalitionspartei könnte die Regierung überhaupt nicht stattfinden. Und dann wird mir über die Presse gesagt, nicht mir persönlich, Richtlinienkompetenz. Das ist emotional ein schwieriger Moment. Das müssen Sie einfach nachvollziehen können vielleicht. Ich würde den Herrn Bundespräsidenten mal gerne fragen, was er gesagt hätte, wenn ihm ein Bundeskanzler gesagt hätte, wenn du nicht, dann. Aber also im Recht ist sie, die Kanzlerin, das sagt auch Wolfgang Schäuble. Wenn der Bundesinnenminister etwas tut, was die Kanzlerin so nicht richtig findet, so steht es im Grundgesetz, dann kann sie die Richtlinienkompetenz ausüben. Ja. Und Sie haben ja nicht signalisiert, dass Sie bereit sind, etwas an den Plänen, die die Kanzlerin ablehnt, zu verändern. Sondern Sie haben gesagt, ich setze das um, ich halte das für richtig. Ich. Dann sagt sie an der Stelle, na, ich auch. Ich. Jetzt sind wir mitten wo? Jetzt sind wir in der Härte eines Streites? Nein, wir sind genau in der richtigen Schrittfolge. Jetzt warten wir in Ruhe ab, was da stattfindet Sie in Europa. Wissen, was ich meine. Sie riskieren sehr viel. Sie haben die Latte da hochgelegt und gesagt, jetzt muss sie das liefern, was ich will, weil sonst setze ich an der Grenze um, was ich möchte. Ja, da reden wir aber nochmal, dann reden wir nochmal. Aber was passiert denn, wenn das nicht befriedigend ist? Ich habe, wissen Sie, das Problem bei dieser Wahl, von der ich eingangs sprach, war, dass natürlich die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel eine große Rolle gespielt hat. Aber wir hatten eine doppelte Glaubwürdigkeitsfalle, auch bezüglich meiner Person, dass die Leute gesagt haben, das hört sich schön an, was Sie sagen, aber können Sie das in Berlin durchsetzen? So. Nun sitze ich an der Stelle, in der Glaubwürdigkeitsfalle, wo ich das durchsetzen kann, von meinem Amt her. Und wenn ich jetzt sage, obwohl ich jetzt dort sitze, verfolge ich das nicht weiter, was ich euch, liebe Bevölkerung, immer gesagt habe. Monatelang, da habe ich meinen Kurs ja überhaupt nicht verändert. Dann habe ich eine echte Glaubwürdigkeitsproblematik. Deswegen werden Sie das machen, was Sie für richtig halten. Und Frau Merkel wird dann was machen, Sie rausschweißen? Nein, mich interessiert jetzt mehr, was die nächsten zwei Tage stattfindet. Das hören Sie zwar nicht gern, nein, das ist jetzt das Wichtigere. Bei allem Respekt, jeden, den Sie fragen im politischen Berlin, sagt, keiner weiß, wie dieser Prozess ausgehen wird. Ich finde, dass die Bürger ein Recht darauf haben zu wissen, ob es eigentlich einen Plan B gibt, ob sie wissen, was passiert, wenn sie sich nicht einigen. Ich möchte es gerne wissen. Also, wirft dann Angela Merkel Sie raus, werfen Sie hin. Habe ich nächste Woche eine andere Koalition? Ich habe Verständnis, dass Sie ein mögliches Ende betrachten, das ich aber noch gar nicht sehe. Haben Sie denn überhaupt einen Plan für die nächste Woche? Ja. Und davon wie sieht der aus? Ja. Ich bitte wirklich um Verständnis. Ich rede über die Realität, die zunächst jetzt mal zu bewerkstelligen ist. Das sind die nächsten zwei Tage, eine Menge Gespräche, die Beratung mit meiner Partei, die Beratung der CDU mit der Bundeskanzlerin. Vielleicht löst sich das schon am Sonntag total positiv auf. Aber Sie können nicht ausschließen, dass nächste Woche die Regierung nicht mehr steht, oder? Was können Sie im Leben ausschließen? Sie können es nicht ausschließen.
Ich antworte auf die Frage nicht, weil die Frage dann im Gegensatz zu dem, was wir bisher besprochen haben, die Medien die nächsten Tage bestimmt. Als ob es die nicht jetzt schon täte, weil Sie beide so weit Ihre Ziele gesteckt haben, dass eigentlich keiner von Ihnen beiden einen Schritt zurückgehen kann. Sie sind in der Glaubwürdigkeitsfalle, wie Sie die gerade genannt haben. Die Kanzlerin ist in einer Erklärungsnot. Die kann auch nicht einfach sagen, na gut, ich habe es jetzt nicht geschafft, jetzt mache ich das, was ich eigentlich nicht für richtig halte. Jetzt gehen wir doch einfach fair vor, geben wir uns die Chance. Gut. Wir haben jetzt vier wichtige Tage. Nein, ich nehme das sehr ernst. Und wir sind auch in einer ernsten Lage, dass das jetzt nicht so oberflächlich klingt. Ja. Aber ich lehne es immer ab in der Politik, den dritten, vierten Schritt zu beschreiben als Möglichkeit, obwohl wir noch vorher zwei wichtige Schritte zu gehen haben. Ich hätte schon gern gewusst, dass Sie beide wissen, was dann passiert. Also Sie wissen es dann beide. Sie hat den Plan für den Fall X und Sie haben auch einen Plan. Wir sind im Moment, wie ich finde, in ganz vernünftigen Gesprächen, wie man was auflösen könnte. Gut. Ob wir es so auflösen, werden wir sehen. Das kann ich. Ich habe ja noch, genauso wie Angela Merkel, wichtige Parteigremien, die man ja auch überzeugen muss. Jedenfalls, ich kann jetzt nicht sagen, wir geben das Ziel auf mit dieser Grenze, weil das würde unsere Glaubwürdigkeit, vor allem auch meine, total zerstören. Keine Kompromissmöglichkeit. Ich glaube, das fragen Sie jetzt das vierte Mal, aber ich... Keine Kompromissmöglichkeit, habe ich noch nicht gefragt. Nicht nur wir sind besorgt, es sind auch andere Menschen besorgt, und zwar solche auch aus Ihrer Partei. Der Kurs ist nicht ganz unumstritten. Aus den eigenen Reihen kommt Kritik, ein oder zwei Stimmen. Seitdem der Streit um die Flüchtlingspolitik offen ausbrach, attackieren die CSU-Oberen die Bundeskanzlerin aufs Schärfste. Doch dieser aggressive Kurs geht einigen in der Union zu weit. Der frühere CSU-Fraktionschef Alois Glück schrieb vergangene Woche einen Brandbrief an den Parteivorstand. Es werde eine Dynamik des Konflikts zwischen den Unionsparteien und mit der Bundeskanzlerin geschürt, den bald niemand mehr beherrschen kann. Der langjährige CSU-Vorsitzende Theo Weigel warnt vor einem Zerbrechen der Union. Ihr Auseinanderfallen würde eine gefährliche Erosion des Parteiengefüges in Deutschland bedeuten und die Rolle Deutschlands als stabile politische Kraft in Europa gefährden. Auch viele Wähler sind offensichtlich unzufrieden. Nach einer aktuellen Umfrage würde die CSU bei der Landtagswahl auf 40% abstürzen, ein Minus von fast 8% im Vergleich zu 2013. Der CDU-Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, wirft seiner Schwesterpartei sogar einen Rechtsruck vor. In Wahrheit geht es im Moment ja auch überhaupt nicht um das Thema Grenzabweisung, sondern in Wahrheit will die CSU eine Verschiebung der Position der Union weit nach rechts gegen Europa. Wollen Söder, Seehofer und Dobrindt einen Rechtsruck in Deutschland? Hat der Ministerpräsident, Sie lachen jetzt schon, hat der Ministerpräsident Günther keinen Punkt an der Stelle? Das ist einfach falsch. Wir bleiben eine Volkspartei der Mitte und vertreten auch das demokratische rechte Spektrum. Ich sage ausdrücklich das demokratische. Da gehört die AfD also, aber auch dazu. Also Wähler, die uns verlassen haben als Enttäuschung, mal jetzt aus Protest AfD gewählt haben, die wollen wir wieder zurückholen. Solange ich Vorsitzender bin, bleibt die CSU eine Partei der Mitte. Wir könnten sonst diese Ergebnisse in Bayern ja überhaupt nicht erreichen. Mhm. Wir haben jetzt eine andere Umfrage, die Sie jetzt nicht senden, weil sie auch nicht veröffentlicht worden ist, mit 44% für die CSU. Trotzdem stellt mich das noch nicht zufrieden. Wir müssen schon noch stärker in den Steigflug kommen. Und ich habe jetzt deshalb geschmunzelt, weil Alois Glück mir zum Beispiel geschrieben hat, dass er im Inhalt mit unserer Position übereinstimmt. Ihn stört das Verfahren. Naja, der hat aber auch was anderes geschrieben. Der hat ja auf Markus Söder reagiert, der gesagt hat, also es gibt sozusagen keinen geordneten Multilateralismus mehr. Und man solle doch die Staaten müssen, wie Deutschland, eben ihre Interessen wieder mehr im Alleingang durchsetzen. Da hat der Glück gesagt, das ist jetzt eine falsche Richtung. Das man machen ganz beides. Andere Akteure in der internationalen Politik. Und die CSU hat immer dagegen gekämpft. Man braucht beides. Wir brauchen die Geschlossenheit der Europäer, wenn es um
unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten geht, um diesen Handelskrieg, der immer weiter auswächst. Das kann Deutschland allein nicht, gar nicht stemmen. Ja. Das müssen wir in Europa gemeinsam machen. Es gibt andere Dinge, die habe ich übrigens auch in der Anwesenheit von Macron letzte Woche im Kabinett erwähnt, wo wir eben nationale Dinge regeln müssen. Zum Beispiel auch in der Migrantenfrage die Ankerzentren, die Frage Geld oder Sachleistung, wie wir die Verfahren gestalten, die Rechtsmittel gestalten. Das wird nie gelingen, das Europa einheitlich zu regeln. Also brauchen wir immer nationale Anliegen. Die Verfahren müssen wir europäisch abstimmen und am liebsten in Afrika gemeinsam durchführen. Das widerspricht dem doch. In diesen Zentren, aber das wird dauern. Darauf möchte ich hinweisen. Okay, und vorher und da. Aber trotzdem noch einmal eine Frage zu dem Rechtsruck. Sie haben ja tatsächlich ja auch erklärtermaßen die AfD als Hauptgegner in den Wahlen definiert. Die AfD war nirgendwo bei der Bundestagswahl so stark wie in Bayern, abgesehen von den östlichen Bundesländern. Von allen westlichen war der Anteil der AfD in Bayern am stärksten und sie haben eine historische Niederlage erlitten mit 38%. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass die Strategie vielleicht nicht aufgeht, die Rechts überholen zu wollen? Ich habe ja selbst darauf hingewiesen, dass wir das schwächste Wahlergebnis hatten. Übrigens die SPD auch die CDU. Die SPD in und Bayern habe ich jetzt nicht mitgezählt, ich rede jetzt von Bayern. Wir haben klare Analysen, das war die Glaubwürdigkeitsfalle. In Bayern, wieso unterstützt ihr die Politik, distanziert euch nicht genügend von der Politik und könnt ihr eure Alternativen in Berlin umsetzen? Das war die Erklärung für dieses Wahlergebnis. Wir wollen die AfD nicht rechts überholen. Ich habe eine ähnliche Entwicklung schon mal Anfang der 90er Jahre erlebt mit den Republikanern. Und das Rezept gegenüber solchen Erscheinungen ist, dass man die Probleme und Sorgen, die sagen wir mal, demokratisch gesinnte Bürger haben, aufgreift und löst. Aber nicht mit dumpfen Parolen versucht, die AfD zu überholen, sondern die Probleme löst. Das ist übrigens eine der Motivationen, warum ich diesen Masterplan geschrieben habe. Damit ich keiner möchte, aus der CSU mehr dumpfe Parolen möchte, benutzt. Ich möchte, dass die Bürger merken, wir haben euch verstanden. Wir versuchen, die Probleme, die euch bewegen, zu lösen und nicht nur darüber zu reden. Die eine Umfrage, die ich zitiert habe bereits, zeigt auch, dass Frau Merkel bei den CSU-Anhängern gerade jetzt in den letzten Wochen zugelegt hat und in Bayern großes Vertrauen genießt, größeres als Markus Söder und Horst Seehofer. Und die Umfragen in den letzten zwei Wochen zeigen nicht, dass die Wähler das Gefühl haben, dass sie gerade das Richtige tun. Wieder die Frage, falsche Strategie? Ja. Wachen Sie am Ende auf und müssen dann sagen, ich habe alles in die Waagschale geworfen und ist leider falsch gewesen. Ja, wir können jetzt gerne noch die Sendung auffüllen mit Diskussionen über Umfragen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, wir haben ganz andere. Aber das bringt uns gegenüber der Bevölkerung nicht weiter. Das stimmt. Ich freue mich, wenn die Kanzlerin auch in Bayern hohe Anerkennung hat. Warum soll uns das stören? Sie ist nicht eingeladen im Wahlkampf, wenn ich das richtig sehe. Und Herr Söder sagt ganz explizit, in meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler. Ich saß in der Sitzung nicht dabei, deshalb kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Würden Sie denn meinen, sie sollte in Bayern auftreten, die Kanzlerin? Das muss man mit ihr besprechen. Sie hat ja auch eine Meinung dazu, ob das gut ist oder schlecht. Das muss man strategisch einfach abwägen, wie man da vorgeht. Das haben wir bei jeder Wahl gemacht. Glauben Sie, dass die Mehrheit der CDU hinter sich hat? Oder würden Sie ihr raten, die Vertrauensfrage zu stellen im Bundestag, damit sie es endlich weiß, wo die Abgeordneten stehen? Nein, das würde ich nicht raten. Sie haben ja vorhin gerade uns geraten, wir sollten die Themen nicht künstlich noch mehr problematisieren und hochziehen. Wenn das wirklich so gemeint ist, dann können Sie mir jetzt auch nicht die Empfehlung geben, dass man jetzt mit Vertrauensfragen arbeiten sollte, weil das würde noch mal eine Dramatik hineinbringen, die ich gar nicht will. Wenn die CDU-CSU nicht als Fraktionsgemeinschaft antreten würde, auch das gab es als Umfrage, hat man für die CSU bundesweit einen Wert von 18% errechnet und 30 für die CDU. So dramatisch wäre es nicht. Die AfD wäre marginalisiert. Gar nicht so eine schlechte Aussicht, oder? Die Fraktionsgemeinschaft, auch das sagte ich in dieser Sendung schon, wollen wir zusammenhalten.
Ob es gelingt, ist die Frage. Ob es gelingt, ist die Frage. Da wollen Sie dann immer wissen, was ist nächste Woche und was kommt dann. Aber sich damit zu beschäftigen, wenn es vielleicht schon am Wochenende erledigt ist, diese Frage, warum soll man das klugerweise tun? Gut, ich habe ein paar andere Fragen. Man soll sich mit Problemen dann beschäftigen, wenn sie da sind. Gut, also ich hoffe, wir haben nächsten Montag kein riesiges Problem und keine Regierung mehr. War ausgeschlossen scheint es nicht. Der Bruch der Fraktionsgemeinschaft auch nicht. Ich stelle noch ein paar Satzergänzungsfragen, wenn ich darf. Wäre die Fortführung der Regierung für Sie ein Problem? Ein brutales Ende der Regierung wäre wahrscheinlich für Deutschland ein Problem am Montag. Ja, wir wissen schon, wie man verantwortlich mit der Situation umgeht. Ganz in Ruhe. Satzergänzungen. Eine Koalition mit der AfD in Bayern? Ausgeschlossen. An Alexander Gauland schätze ich? Seine Ruhe. Dass Trump im Streit um das Einreiseverbot für Muslime vom obersten Gerichtshof nun Recht bekommen hat, finde ich? Es ist immer gut, wenn ein Regierungschef oder ein Präsident bestätigt wird vom Gericht, weil wir alle nicht wissen, wie jeweils die Urteile ausgehen. Dass ein großer Teil der in Deutschland lebenden Türken Erdogan gewählt haben, finde ich? Das ist in Ordnung. Ich glaube, es war eine demokratische Wahl, nach allen Regeln einer demokratischen Wahl hier in Deutschland. Und dann muss man einfach so, wie die Leute abstimmen, es akzeptieren. Das ist das Wichtigste, was man in der Politik lernen muss. Wenn Franz Josef Strauß noch leben würde, dann würde er mich? Ja, jedenfalls akzeptieren. Auch möglicherweise sogar in der Regierung. Ich habe ja ihn noch erleben dürfen. Ein Ausnahmemensch. Und ich konnte als Minister auch noch, und vor allem Staatssekretär und Sprecher der Landesgruppe, hat mich der Theo Weigel oft mitgenommen zu Schurfix, zu Koalitionsgesprächen. Würde er Sie loben, glauben Sie? Ich kann nur sagen, in einer dieser Koalitionsrunden kam er, das war noch in Bonn, und hat zu mir gesagt, Sie machen das und wenn ich es für nötig halte, mische ich mich ein. Und dann ging er. Dass in der Führungsebene meines Ministeriums keine einzige Frau ist. Das ist bedauerlich, aber Sie haben einfach keine gefunden. Ich gehöre nicht zu denen, die in ein Ministerium kommen und alle Menschen auswechseln. Ich mache mir ein Bild. Wenn jemand gut ist, nach meinem Eindruck, dann bleibt er auch. Und in diesem Ministerium ist es notwendig, eine Frauenplanung zu machen. Also echt Führungskräfte heranzubilden, weil das in der Vergangenheit nicht im ausreichenden Maße geschehen ist. Wir brauchen dort mehr Frauen. Ich habe das in der ersten Personalversammlung zugesagt. Sie hätten ein Signal setzen können, wenn Sie da einfach an die Führungsebene zumindest eine gebracht hätten. Das hilft auch beim Wachstum. Ja, wir hatten eine, die ist jetzt Botschafterin in den USA. Schade, dass es keine zweite gibt. Ja, ich finde es auch schade. Aber in meiner bisherigen Verwendung hatte ich zum Beispiel die Leiterin der Staatskanzlei, war eine Frau. Die Pressesprecherin ist jetzt bei mir eine Frau. Mhm. Also wo es irgendwo geht, installiere ich Frauen, weil wir sehr viele gute haben im Ministerium. Die Verhaftung des Audi-Chefs, finde ich. Das war ein Donnerschlag für mich. Guter oder schlechter? Ja, ein Donnerschlag im negativen Sinn, weil ich das nie geglaubt habe. Und ich hoffe, dass Stadler das ausräumen kann. Es gilt ja auch hier die Unschuldsvermutung. Dass Merkel noch einmal Kanzlerkandidatin der Union wird? Ich bin kein Hellseher, aber an der Frage werden Sie uns nicht entzweien. Sie wissen beide, dass sie aufhört, oder was? Da haben wir nie darüber gesprochen. Ja, aber das heißt, ich werde Sie da nicht entzweien. Haben Sie darüber wenigstens geredet, was das angeht? Ja, für den Fall, dass Sie die Frage mit dem Ziel gestellt haben, dass ich sage, in einem Kurzschluss, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, das wollte ich vermeiden. Dass ich bald in den politischen Ruhestand gehe? Was könnten Sie die Frage ergänzen mit der Definition von bald? Ich habe einen man macht mehrere Fehler in der Politik, aber einer meiner größten Fehler war, nach 2013 zu sagen, ich höre auf. Das setzt etwas in Bewegung, was ich nie vermutet hätte. Und den Fehler mache ich nicht nochmal. Wenn ich aufhöre, dann muss das nach einer Fallbeilenmethode stattfinden. Sagen und aufhören. Montag wäre so ein nicht guter ankündigen. Tag. Sie können mich ja noch ein bisschen beraten in den nächsten Tagen. Es ist ausgeschlossen, dass das letzte lange Interview ist, das Sie als Bundesinnenminister geben?
auf diese Ausschlussfragen, können Sie ausschließen, können Sie, werde ich für den Rest meiner politischen Tage, und es können noch viele sein, aber auch sehr wenige, nicht mehr antworten. Der Herr Söder will die Amtszeit des Ministerpräsidenten in Bayern am liebsten auf 2 Jahre, auf 2 Legislaturperioden begrenzen. Ist das eigentlich eine wirklich gute Idee, Grenzen einzuziehen schon vorher? Ich glaube ja. Es gibt ja viele Länder, wo es so ist, Vereinigte Staaten. Ich muss Ihnen sagen, ich habe eine sehr lange Zeit in der Politik durchlaufen dürfen. Ich hätte so meine Probleme, wenn man mit der gleichen Aufgabe eine unendliche Zeit betreut wäre. Ich war also 13 Jahre Kanzlerin. Ich war Gesundheitsminister. Ist viel, oder? Das ist bei jedem Menschen anders. Ich war Gesundheitsminister, ich war Landwirtschaftsminister, ich war bei Norbert Blüm Staatssekretär. Ich war jetzt 10 Jahre Ministerpräsident, bin jetzt Bundesinnenminister. Ich jedenfalls für meine Mentalität brauche nach einer gewissen Zeit wieder eine neue Aufgabe. Und das Glück hatte ich. Muss es eine politische sein? Sind Sie süchtig nach Politik? Ich meine, Sie werden nächste Woche 69, könnte man ja auch ans Rentenalter denken. Ja, kann man. Aber man kann auch, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die eben irgendwie noch engagiert sind in meinem Alter. Wenn man es gesundheitlich machen kann, wenn es Freude macht, wenn man was bewegen kann, dann glaube ich, ist es verantwortlich. In meinem Job ist entscheidend, kann man für die Menschen was Positives bewegen. Und wenn man zu der Überzeugung kommt, ja, dann kann man es tun. Und Frau Maischberger, ohne Freude sollte man solche, wie jeden Beruf, nicht ausüben. Wenn nicht jeden Tag die Freude dabei ist, kann das Werk nicht gelingen. Es gibt manche Menschen, die aber ziehen, Sucht die ist ziehen es. Energie, Sucht ist es. Die ziehen Energie aus Kampf zum Beispiel. Angela Merkel hat doch mal was Interessantes gesagt. Sie wolle den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus der Politik nicht verpassen und nicht als halbtotes Wrack die Seuche verlassen. Zustimmung auf ganzer Linie? Ja. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Vorsatz kann man haben, aber er ist schwierig zu realisieren. Warum? Ja, wenn man mit der Konstitution, mit dem Tatendrang, mit der internationalen Anerkennung, wie sie unterwegs ist, sage ich jetzt einfach meine Schlussfolgerung, ist es sehr, sehr schwer zu sagen, ich gebe das auf. Das ist wie bei mir auch. Sie könnten es auch nicht? Ja. Ich bin schon mal ausgestiegen aus der Politik, dann bin ich wieder eingestiegen. Im Moment kann ich es mir schwer vorstellen. Aber Sie wollen ja wieder wissen, was am Montag ist. Sonntag hätte ich jetzt mal probiert. Ich habe gehört, schon am Sonntag fällt die Entscheidung und dann treten kann Sie. Kann sein. Ja, kann sein. Dass am Sonntag Entscheidungen fallen. Aber ich sage noch mal, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auflösen. Weil Sie nicht nachgeben werden, muss es ja Frau Merkel dann tun. Wir werden das vernünftig unter Aufrechterhaltung der beiderseitigen Glaubwürdigkeit zu lösen versuchen. Ich kann es Ihnen heute nicht garantieren, aber der feste Wille ist da. Das muss reichen für heute. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, auch wenn wir nicht ganz genau wissen, was nächste Woche auf uns zukommt. Wir sind dann jedenfalls wieder am Platz und werden darüber vermutlich in dieser Sendung zu dieser Zeit dann wieder reden. Herzlichen Dank, Horst Seehofer, für heute. Hier jetzt im Ersten geht es weiter mit dem Nachtmagazin. Schönen Abend für Sie noch.